Noch eine Sache dazu. Ich brauche den Tekfir nicht, um einen Tyrannen als Tyrannen zu bezeichnen. Brauche ich nicht. Wenn es dort einen ungerechten Herrscher gibt oder einen ungerechten Menschen gibt, muss ich nicht unbedingt ihn als Käfer bezeichnen, damit ich sagen kann, er ist ungerecht. Das ist das Problem, was viele Jugendliche nicht verstehen. Er ist ungerecht, also muss er ein Käfer sein. Nein, es gibt viele Ungerechte unter den Muslimen auch. Er kann Muslim sein, aber ein ungerechter Verbrecher sein. Gibt's das? Kann das vorkommen? Ja, natürlich. Al-Muhim, worauf ich hinaus will, ist, dass man sich von diesem Thema entfernt. Allah wird dich nicht fragen, wer Käfir gewesen ist und wer nicht. Allah wird dich nicht fragen, warum hast du nicht den Herrscher so und so, den Präsidenten so und so als Käfir bezeichnet oder nicht. Wird er nicht. Er wird dich fragen, hast du gebetet oder nicht? Hast du gefastet oder nicht? Das wird er dich fragen. Und deswegen, wie gesagt, sollte man sich auch von dieser Sache entfernen. Nochmal dazu als Schluss. Dieser Tekfir, also einen offenkundigen Muslim als Käfir bezeichnen, hört ja nicht bei einer Person auf. Nehmen wir mal einen König, einen Tyrannen. Okay, du bezeichnest ihn als Käfir, weil er ja nicht mit den Gesetzen Allahs regiert und so. Ihr kennt das Thema, ja? Okay, was ist mit seinen Ministern? Was ist mit dem Parlament von diesem Land? Was ist mit den Polizisten? Was ist mit den Soldaten? Was ist mit den Beamten dort? Was ist mit denen, deren Familien? Was ist mit denen, die so welche Leute nicht als Kuffar bezeichnen? Seht ihr, was für ein Chaos entstehen kann? Ja, dieses Chaos nennt man auch Daesh, IS. Weil durch diese Bid'ah und diese Sünde ist diese Gruppierung und diese Terrorgruppe auch entstanden, unter anderem. Weil sie angefangen haben, Leute zu Kuffar zu bezeichnen, bis sie sich selber als Kuffar bezeichnet haben. Viele von euch und viele von den Leuten da draußen wissen nicht, dass eines der Gründe dafür, dass der IS gefallen ist, der IS selber gewesen ist, Daesh selber gewesen ist. Weil sie anfingen, sich selber zu attackieren und sich selber für Kuffar zu erklären. Ja, und das war eine bestimmte Gruppe, die nennt man Hazimiyya. Ja, und innerhalb von Daesh. Die fingen dann an, ja, die Führer von Daesh und die Leute von Daesh als Kuffar zu bezeichnen und sogar zu bekämpfen und zu töten. Wie das Feuer. Kennt ihr das Feuer? Das Feuer, wenn es nichts findet, was es verbrennen kann, was passiert? Es verbrennt sich selber. Ha? Genauso. Deswegen, meine lieben Geschwister, aufpassen von dieser Bid'ah fernhalten, soweit es geht.